Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ja, Freunde, wir haben nur noch zwei Nebenquests zu tun. Danach sind wir fertig. Wir beginnen mit dem Nebenquest UFO-Alarm. Das wären, ihr erinnert euch vielleicht, ich werde jetzt vielleicht was einblenden, was wir schon mal gesehen haben. Das ist ein paar Parts her. Und genau hier, an dieser Stelle, findet man dieses UFO. Also hier irgendwo in dieser Wüste auf jeden Fall. Ich glaube, es ist etwas besser, wenn man mehr westlich ist von der Wüste aus. Da kommt es häufiger. Kam mir zumindest so vor. So, und wir kümmern uns jetzt noch... Wir kümmern uns um drei weitere Gebiete, wo wir dieses UFO jetzt finden werden. Das ist natürlich, wie gesagt, alles jetzt mit Hilfe des Buches. Wenn man kein Buch hat, ganz ehrlich, es gibt keinerlei Hinweise dafür. Für dieses unbekannte Flugobjekt. Das findet man eigentlich nur durch Zufall. Aber erst wenn man vier Anlaufstellen gefunden hat, passiert eben was Besonderes. Und das machen wir jetzt eben. Während wir das Ganze suchen, kann ich euch schon mal sagen, was wir nicht machen werden. So, ich glaube, wir sind gleich im Timeball. Ich habe ja extra Autopilot angemacht. Und zwar müssen wir hier an die Monday-Küste, die ist südlich von Timeball. Schauen wir mal eben. Ja, die muss ja dann eigentlich gleich hier sein. Mal gucken. Eventuell ist das schon die Küste, die wir brauchen. Fahren wir mal hin. Also fliegen wir mal hin. So, ich denke, das geht relativ fix. Denn der Vorteil an diesem UFO ist, das kommt auch, wenn man die Ability 0% hat, also Gegner. Die muss ich mir eben wieder reinmachen. Ich weiß gerade nicht mehr, was war. Ich guck mal bei Rinoa. Ja, das sieht gut aus. Dann machen wir Magie dann mal raus. Nein, sie hat es doch nicht. Okay, dann war es vielleicht Squall. Condon könnte in der Zeit natürlich raus, aber er hat es auch nicht. War ja klar bei meinem Glück. Selfie. Wünschelrute raus. Werden wir jetzt eh bald nicht mehr brauchen. Gegner 0%. So. Also, Gegner kommen jetzt überhaupt nicht, außer eben dieses UFO, wenn wir hier überhaupt richtig sind. Ich gucke eben mal. Die Monday-Küste. Nein, das ist die Timeball-Lenker-Ebene. Na toll. Genau sowas hasse ich, ey. Okay, dann müssen wir nochmal weg hier. Denn das ist falsch. Südlich von Timeball steht dort. Ja, südlich ist ein dehnbarer Begriff. Es könnte auch da unten dann wo sein, aber... Oder auf der anderen Seite. Wir gehen erstmal auf die andere Seite. Ja, wie gesagt, nur noch zwei Sidequests. Und es sind nicht gerade wirklich spannende Sidequests, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht meint sie hier. Die Belohnung, ich glaube, die ist ganz nett. Zumindest zum Teil. Wir werden sehen. Sind wir hier richtig? Die Monday-Küste, ne? Geht doch. Die Montagsküste. So, bevor wir jetzt weitermachen... Ach, irgendeine Kleinigkeit wollte ich hier noch erledigen. Ach ja, genau, bevor ich es vergesse. Schauen wir doch mal bei Rinoa rein. Ging das so? Nein. Muss ich zum Status. Status? Hier. Ach, das benutzt man so selten. Ich würde nämlich gerne mal gucken, ob ihr Hund noch was zum Lernen hat. Nein, er kann alles. Ich weiß nicht, ob das alles ist, aber ich bilde mir ein, wir hätten alle Bücher gekauft. Na gut. Was? Soll nichts hinzugelernt werden? Ja, er ist fertig. Stell dir vor. So. Oh, und schon passiert's. Trotz Gegner 0%. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Schauen wir mal. Das letzte Mal hat er eine Pyramide mit sich rumgeschleppt. So eine Mini-Pyramide. Mal gucken, was diesmal kommt. Alles klar. Ja, warum auch nicht, ne? Gut, das ging relativ fix. Dann können wir gleich zum nächsten übergehen. Ihr merkt, da muss ich dank Gegner 0%, muss ich da noch nicht mal groß mit dem Cutmesser kommen. So. Gut, dann ab mit uns. Noch zwei Stellen gibt es. Die nächste wäre in der Nähe von Windhill. Gehen wir mal dahin. Da. So. Ich werde drei Sachen in diesem Let's Play nicht machen. Ich möchte das jetzt einfach nochmal zusammenfassen. Das erste habe ich schon des Öfteren gesagt. Chocopo. Ganz ehrlich, interessiert mich überhaupt nicht dieses Minispiel. Brauchen wir nicht. Es gibt nur ein paar Steinchen und Karten. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Das zweite, was wir nicht machen, weil wir es nicht mehr machen können, ist in Timeball einem Möchtegern-Journalist helfen. Den hätten wir kurz nach der Story eigentlich aufmuntern können und dann wäre er auf CD2, wäre er dann richtig guter Journalist geworden
Ich schaue eben mal. Genau, die Windhill Großebene. Da sind wir richtig. Hätten wir auf CD1 machen müssen. Haben wir aber nicht gemacht. Deswegen lassen wir es. Jo. Das dritte ist auch, war auch zeitlich begrenzt. War genauso unwichtig. Da hätten man in Fisherman's Horizon mit so einem alten Typ reden müssen. Mit Irvine. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir das gemacht haben oder nicht. Auf jeden Fall war es letztendlich auch irrelevant. Das sind die drei Dinge, die ich euch in diesem Let's Play nicht wirklich zeigen werde. Diese Chocopo-Welchen und so weiter, die interessieren mich nicht. Ich laufe hier schon noch richtig, oder? Dieser große... ich bin schon wieder in einem anderen Gebiet. Ich muss näher bei Windhill bleiben, verdammt. Okay, dann vielleicht mal da hinten eher hin. So, ich gucke eben nochmal. Ja, also diese Chocopo-Wälder, wie gesagt, die lassen wir. Ich habe es euch einmal gezeigt, das müsste reichen. Das Prinzip ist klar. Ja, hier bin ich richtig, okay. Ich schaue eben nochmal in mein schlaues Buch, aber das war's wirklich. Was wir am nächsten Woche, am Mittwoch machen. Ja, Mittwoch, wer erinnert sich noch? Damals war Triple Triad angesagt. Ja, das machen wir am Mittwoch auch. Es gibt eine Spezial-Triple Triad-Folge. Ach, komm schon, Alien. Ich werde... es gegen die CC-Freaks probieren. Das ist so eine, so zwei Hände voll Freaks, die man in der richtigen Reihenfolge besiegen muss. Wenn es nicht klappen sollte, ganz ehrlich, dann lasse ich es. Ich werde höchstens zwei Parts dort verbringen, also zwei Mittwoche. Und dann lasse ich das. Es ist mir auch nicht so 100% wichtig. Also ich werde es aber auf jeden Fall mal angehen. Ich werde es mal versuchen. Und ich werde euch zeigen, wie man diese lästigen Regeln losbekommt. Klar, man könnte die Card Queen aufsuchen. Die hatten wir einmal in Balamstadt. Sag mal, warum kommt da nichts? Die haben wir einmal in der Balamstadt getroffen. Die ist aber jetzt immer wieder woanders. Die könnten wir aufsuchen, beziehungsweise aufspüren. Oder muss ich da auch zum Strand? Ich probier's mal. Heißt das dann auch noch so? Ja, okay, dann probieren wir es jetzt eine Weile am Strand. Ach, UFO, wo bist du nur? Ja, also, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit als die Card Queen. Man kann Regeln auch noch komplett resetten. Das werde ich eventuell machen, bevor wir gegen die CC-Freaks kämpfen. Das dürfte es deutlich vereinfachen, hoffe ich einfach mal. Ja, und sollte das klappen, werden wir auf CD4 nochmal was mit Karten machen. Aber mehr verrate ich auch nicht. Ja, das war's dann im Grunde. Also von dem optionalen Zeug her. Wir werden nach diesem Quest werden wir noch eine weitere Sidequest machen, die auf der World Map stattfindet. Und dann haben wir's. Das einzige Sidequest, was dann noch übrig ist, werden wir nur werden wir auf CD4 erleben, denn es gibt noch einen weiteren Weapon. Ja, ansonsten gibt's nur noch Story hier und ich bin gleich böse. Warum kommt das Ding nicht? Ja, toll, ich krieg Geld. Gibt's hier vielleicht einen Welchen? Oder Gebirge. Vielleicht kommt er nur am Gebirge. Es gibt auch Gebirgsgegner in diesem Spiel. Ja, wenn's jetzt doch zu lange dauert, dann muss ich einen Cut machen. Da hilft alles nichts. Bin ich noch im Gebiet? Ja. Es scheint doch sehr random zu sein, wann es kommt und wann nicht. Oder nur an einer ganz speziellen Stelle. Aber dann hätte das Buch doch auch geschrieben, oder? Oh, schön, wie ich hier in der Ecke abkaure. Ja gut, ich würde das Quest gern in diesem Part schaffen. Deswegen würde ich mal sagen, ich mache einen Cut. Bis gleich. Alles klar. Naja, die Kuh wird ihre Freude haben. Ja, das war Windhill. UFO Nummer 3. Hat noch ein bisschen gedauert. Ich bin gut 5 Minuten rumgelaufen. 5 Minuten klingt jetzt nicht viel, aber lauft mal einfach nur rum. Das zieht sich. Schlimmer als wie bei der Kasse anstehen, sag ich euch. Naja. Hab's letztendlich genau hier gefunden. Ja. Jo, in Nähe des Dorfes. Sollte man das tun. Und ja. Bleibt nur noch eins. Nämlich. Natürlich muss ich nachlesen. Die Insel südlich des Haedes Halbinsel? Der Haedes oder Haedes Halbinsel in Trabia. Sie brauchen die Ragnarok, um dort zu landen. Genau.
Trapia. Das ist natürlich auch eine Voraussetzung, dass man das Quest überhaupt abschließen kann. Ihr braucht die Ragnarok. Ich würde euch sowieso empfehlen, macht diese ganzen Sidequests erst, wenn ihr die Ragnarok habt, sonst würdet ihr euch ja dumm und dusselig laufen und suchen und was weiß ich nicht alles. So ist es doch viel gemütlicher. So. Dann hätten wir ja das schon fast. Eventuell fangen wir dann auch noch mit der letzten Sidequest an, ansonsten mache ich die morgen mit meinem Gast fertig. Und dann können wir pünktlich nächste Woche Montag doch tatsächlich mit der Story weitermachen. Wer hätte das gedacht? Ging ja im Grunde schneller, wie so bei manch anderen Sidequest-Spielen. Wenn ich da an Lost Odyssey denke, das ging deutlich länger, was man da alles gemacht hat, allein wegen diesen Dungeons. Ultima-Weapon-Ruinen abgesehen, gab es ja nicht wirklich Dungeons. So, es muss jetzt natürlich ein Gebiet sein, wo ich nur mit der Ragnarok hinkomme. Das muss ich erstmal finden. Wie genau heißt das? Eine Halbinsel, okay. Eine Halbinsel hier in der Nähe. Vielleicht die da? Nee, die ist mit dem Land angebunden. Obwohl, ist ja eine Halbinsel dann, ne? Das passt ja. Naja, mal gucken. Ansonsten wäre es eine Insel. Aber warum kann man die nur mit der Ragnarok dann erreichen? Das verstehe ich nicht. Egal, wir gucken mal, wie es heißt. Es muss ja auch nur in der Nähe sein. Es könnte auch noch ein bisschen weiter weg sein. Das ist die Thor-Halbinsel. Nein, die brauche ich nicht. Ich brauche die Hades-Halbinsel. Oder Hades. Wie auch immer. Komm, gucken wir nochmal ganz genau. Vielleicht die da. Das Teil da könnte es sein. Probieren wir es mal. Ist zwar schon ein bisschen weiter weg von Trapia. Aber wer weiß. Wir sind dünnem da mal landen und checken. So. Jawohl, das immer. Ich habe, was ich früher gern gemacht habe, also wenn ich ohne Buch spiele, habe wirklich jede Insel bereist. Muss ich zugeben. Und wollte mir halt angucken, was da für Gegner gibt. Wirklich jedes kleine Inselstückchen habe ich bei fast jedem Final Fantasy, wo es halt möglich war, habe ich mal kurz erkundet und wollte checken, was es da so gibt. Genauso wie ich auch auf normalen Kontinente immer mal wieder den Strand oder die Berge checke, was es da so gibt. Naja, ist aber nur beim ersten Durchgang bei mir so. Der Rest finde ich dann doch eher ein bisschen langweiliger. Ja, mal gucken, wie lange das jetzt wieder dauert. Ich habe euch nämlich jetzt alles schon erzählt, was ich zu erzählen hatte. Also vor allem, was halt jetzt noch ansteht bei Final Fantasy. Ich laufe mal weiter voraus. Vielleicht, mal gucken, ob das alles noch zur Halbinsel gehört oder wann sie aufhört, eine Halbinsel zu sein. Wahrscheinlich bei diesem Übergang, oder? Sind wir noch drin? Ja, wir sind noch auf der Halbinsel. Dann gehen wir mal da auf die andere Seite, komm. Vielleicht kommt das Vieh nur im Eis. Wer weiß. Wenn es jetzt wieder so ewig dauert, dann mache ich gleich einen Cut. Denn selbst wenn wir das UFO jetzt ein letztes Mal sehen, so ist es natürlich noch nicht fertig. Ich meine, heutzutage gäbe es gleich einen Erfolg dafür, dass man das UFO viermal gesehen hat. Aber nein, hier hat das noch eine größere Bewandtnis. Man muss es nur mal finden. Oder es muss uns finden, besser gesagt. Gruselig. Naja, irgendwie ist es ja knuffig, allein wegen der Größe. Es ist auf jeden Fall sympathischer wie die Lunatic Pandora. So viel sind wir uns einig, oder? Ja, also ich finde das schon. Ja, Freunde, es hilft nichts. Ich werde hier noch sinnlos rumgurgeln. Wünscht mir Glück, dass es nicht lange dauern wird. Also für euch nicht, aber... Ja, ich mache dann halt weiter diesen virtuellen Spaziergang. Bis dann. Ja, Leute, dieses UFO, hä? Unfassbar. Und unfassbar lange hat es auch gedauert, bis ich es gefunden habe. Na gut, was heißt unfassbar lange? Vielleicht 10 Minuten. Dann ist mir aufgefallen, ich habe einen Fehler gemacht und das Buch hat auch einen Fehler gemacht. Das Buch hat nämlich geschrieben, dass diese Insel südlich der Hades-Halbinsel liegt.
was ja auf Klardeutsch bedeutet, dass es nicht auf der Hades-Halbinsel ist, sondern südlich von der Hades-Halbinsel. Ja, aber das Buch hat wieder Mist erzählt, denn wenn wir das mal auf der Karte uns anschauen, ich meine das hier, ja, dieses längliche Teil hier, das ist die Halbinsel und südlich davon ist nix, da ist ein Kontinent, hallo! Und letztendlich meinten sie, da, im Osten, das kleine Fitzel da im Nordosten, dieses kleine Blattförmchen hier, da kommt das UFO zum vierten Mal. Naja, hätten wir das also auch erledigt. So, wir haben es jetzt viermal gesehen und jetzt geht die Reise weiter sozusagen. Gar nicht mal so weit entfernt. Wir müssen jetzt dahin, glaube ich. Ich hoffe, es stimmt. Na gut, ich sehe es am Namen. Dort werden wir das UFO zum fünften Mal begegnen. Wo ist es denn jetzt genau? Hier? Nee, keine Insel. Da. Das sieht gut aus, ja. Das könnte... Hier könnten wir richtig sein. Im nördlichsten Plateau hieß es. Also genau da, wo wir jetzt sind. Weiß jetzt nur nicht, ob man im Wald suchen soll. Gehst du bitte mal runter, Schiff? Hallo. Oh, Mann! Runter! Damit ich was sehe hier. So. Weiß jetzt nicht, ob die so ein Plateau... Ja, ich denke schon, wenn es das ist, sowas meint. Ich gehe mal da drauf. Kann ich da landen? Ja. Okay. Das müsste nun, wenn mein Buch mich nicht wieder anlügt... Ach, wo steht denn der Name? Genau, der Grandidieri-Wald von Esther. Im nördlichsten Plateau, noch weiter... Ja, ich muss gar nicht weiterreden, da kommt es schon. Zum fünften Mal. Und diesmal können wir es bekämpfen. So, ein epischer Kampf gegen eine außerirdische Lebensform. Das heißt einfach nur UFO. Bam. Okay, wir schauen mal, ob es was zum Drawn gibt. Gravit. UFO-Fragezeichen. Okay. Einfach drauf los, würde ich sagen. Mal gucken, was es macht. Okay, ist schon mal gut. Ja, ein etwas anderer Kampf. Eieieiei. Okay. Das war ja fast schon zu einfach. Ein Argis-Talisman. Irgendeine Kopplung ging hoch, jetzt habe ich es nicht lesen können. Schauen wir uns später an. Wir folgen jetzt weiter dem UFO, denn das Quest ist noch nicht vorbei. Einmal passiert noch was. Ja, also wie gesagt, merkt euch diese Gegend hier am nördlichsten Plateau, genau hier. Ja, kommt das Mistvieh. Was heißt Mistvieh? Bis jetzt hat es uns ja eigentlich nichts getan, ne? So, und die fünfte Anlaufstelle, die ist wieder ganz woanders. Nämlich, da müssen wir zurück zum Ursprungsort. Nach Balamp, glaube ich. Auf nach Balamp. Na gut, wir steuern jetzt die Balamp-Stadt an. Das stimmt nicht ganz. Wir müssen genau dahin, wo auch der Garten war. Na gut, das können wir dann noch selbst regeln. Ja, dann ist das UFO ja ganz schön weit geflogen. Wobei, es ist ja eigentlich im Wasser abgestürzt, wie man gemerkt hat. Aber es ist euch sicher aufgefallen, der Pilot fehlt. Genau dem wollen wir jetzt. Ich hoffe, dass ich da auch richtig fliege. Das richtig verstanden habe. Genau hier. Stopp, 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 du dummes Ding. Ach, jetzt habe ich Dreieck gedrückt. Ich hasse das, Mann. Ich will den Autopilot abbrechen können. Na gut, sind mal kurz in der Ragnarok drinne. Und auch gleich wieder draußen. Ja. Ach ja, weil Selfie nicht fliegt, fliegt Zell. Auch mal gut zu wissen. So, weil Selfie ist ja in unserer Gruppe drin. Okay. Wichtig ist übrigens an der Stelle, dass man einen Itembefehl ausgerüstet hat. Das wäre sehr von Vorteil. Und wir gucken uns jetzt mal den Krater an, was wir ja übrigens auch noch nie gemacht haben. Fällt mir gerade so ein. So. Okay. Hier. Irgendwo müsste nun... Was passieren? Jawohl. Alles wohlgemerkt mit Gegner 0%. Da kann man sich überhaupt nicht stören lassen. Da ist er! Ist er nicht knuffig? So, wir könnten ihn jetzt töten. Aber das machen wir nicht. Wir werden
dem armen Kerl Elixiere geben, wie er es sich auch wünscht. Soll er bekommen? Bitteschön. Ich könnte ja auch Final-Elixiere geben. Koyo Koyo heißt er. Bitteschön. Wir geben ihm jetzt einfach so viele Elixiere, wie er es gern hätte. Wie, es füllt nur 10 auf bei dir. Wie bist du drauf? Mehr Elixiere. Jo, sollst du bekommen. Muss nur ein bisschen warten, weil nur Selfie hat Items. So. Ja, wie gesagt, wenn wir ihn töten, ich glaube, er wäre mit einem Hit, wäre er down. Dann würden wir aber nichts bekommen. Wenn wir uns alienfreundlich zeigen und ihn mit Elixiere verwöhnen und hoffentlich nicht mehr mit allzu vielen, dann passiert was Tolles. Jaha, ich hab's nicht verstanden. Muss auf Selfie warten. Bitteschön, dein drittes. Und hoffentlich bald letztes. Ich muss sparen. Ich hab nicht mehr viel. Ich muss noch so Riesenviecher wie Omega wieder killen. Noch mehr. Koyo Koyo. Es tut mir leid, dass ich dein UFO kaputt gemacht habe. Ich weiß auch nicht, warum ich das eigentlich gemacht habe. Das stand so im Buch. So, bist jetzt langsam zufrieden. Alter, was für ein Gierschlund. Im Buch steht auch keine genaue Anzahl. Vielleicht ist es random. Hoffentlich ist es nicht zu sehr random. Also wenn er noch 71 will, okay. Bei mehr würde ich mir langsam Gedanken machen. Fies wäre es ja, wenn er so eine prozentuale... Oh ne, will er nicht, okay. Danke! Ja, bitte! Und wir bekommen zum Dank die Koyo Koyo Karte. Ja, das war's auch schon, Freunde. Das war die Sidequest. Ich wollte es euch einfach zeigen, weil die fand ich knuffig. Die hat jetzt nicht so lange gedauert. Wir gucken uns mal eben die Karte an. Wobei, das interessiert mich überhaupt nicht. Die Karte ist sowieso crap, wahrscheinlich. Mich interessiert viel mehr, was kann ich draus machen. Schauen wir doch mal. Ach, wo ist mein Kartenwandler? Da. Koyo Koyo, wie ihr seht, ist er doch relativ weit hinten. Also kann es gar nicht so toll sein, die Karte. Ein Vielfraßfass. Wenn man wüsste, was... Was bringt? Ach, ich lasse es lieber mal. Ihr könnt mir ja in den Comments schreiben, ob sich das lohnt. Okay, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, durch das ganze Rumgekatte weiß nicht, wie lang der Part schon ist. Ich schaue eben mal kurz nach und eventuell fangen wir noch mit der nächsten und letzten Sidequest an. Bis gleich. Yo, das war's im Grunde schon. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr, aber ich möchte mit euch noch schnell an den Ort, wo es dann morgen mit Gast weitergeht. Ich freue mich richtig drauf, dass wir dann die Sidequests durchhaben. Wirklich nur noch das eine. Und wie gesagt, selbst auf CD4 haben wir dann kaum noch was zu tun. Außer Story, Action, Dramatik, Liebe. Alles, was in einem Final Fantasy einfach dazugehört. Ich freue mich. So, unser letztes Sidequest. Auch ein World Map Quest, wenn man so nennen will. Ist hier in der Nähe. Ist ein bisschen westlich, nordwestlich von Timebar. Wir halten Ausschau nach einem kreisrunden See. Ich glaube, man sieht ihn sogar hier auf der Karte. Ist er das da? Ne, da ist nicht kreisrund. Aber es könnte sein, dass sie den meinen. Die könnten den meinen. Warte mal. Der ist ja im Grunde rund, wenn nicht dieses mittlere Ding jetzt dort drin wäre. So, ich werde hier mal kurz... noch ein Stück. So. Auch für dieses Quest sei empfohlen, Gegner 0%. Ich werde mal ein Save hier machen. Man muss ja natürlich einen kleinen Cliffhanger einbauen, ist doch klar, selbst bei diesen doch eher irrelevanten, aber mit detailverliebten Mini-Aufgaben. So, wenn wir jetzt hier hingehen und die Taste X drücken, kommt auf einmal, das muss der Obersee sein. Ja, Freunde, dieses Geheimnis des Obersees, ob wir einen Stein werfen werden oder einfach nur blöd vor uns hinzummen, das erfahrt ihr morgen, wenn es wieder heißt... Let's Play Final Fantasy 8.